Freunde gepflegten Backenfutters, eine weitere Episode von unserem Ultimate Community Fighter steht an. Treue Seelen, die die letzte Episode gesehen haben, haben auch gesehen, dass da irgendwie was mit der Commission wohl nicht so ganz gestimmt hat, denn wir waren eigentlich in einem Titelkampf gebucht, haben den auch mal wieder gewonnen und haben keinen Titel bekommen. Was war da los? Keine Ahnung. In jedem Fall, vielleicht war kein Champion online, in jedem Fall hoffe ich, dass wir jetzt, heute in dieser Episode, endlich den Titelkampf bekommen. Wir sind aufgepumpt, Fitness geht vielleicht noch ein bisschen was. Aber dann begeben wir uns auch schon auf die Suche nach einem Opfer für unseren haitianischen Kickboxer, Mackenzie Pretty Boy Young. Ich bin sehr gespannt, wie das heute werden wird. An dieser Stelle vielleicht noch ein bisschen Eigenwerbung. Der Ultimate Community Fighter hat so ein bisschen darunter gelitten, dass ich ins Online-Ranking eingestiegen bin, was ich sehr gerne auf Twitch live spiele. Und da bin ich mittlerweile auf Division 6. Das ist, glaube ich, nicht ganz so schlecht. Ja, der Ultimate Community Fighter ist auf Level 2, auf Division 2 stehen geblieben. Das ist schon eine ganze Ecke weniger. Ne? Von daher, schaut auch gerne mal auf Twitch vorbei. It's a middleweight title between Pretty Boy and Assassin. Ja, immer mehr Kämpfer sind echten Figuren nachempfunden. Wir haben Deadpool umgehauen, wir haben Kratos umgehauen. Und jetzt gibt's John Rambo. So, wir schauen jetzt unten. Sind es 5 Runden? Es sind 5 Runden, also ist es ein Titelkampf. White Trunks for Assassin. Der erste Uppercut kommt durch. Ui, nicht schlecht. Nix gibt's. So. Direkt unangenehm werden oder auch nicht. Und wieder raus. Joe, what a great sweep. Good timing. Now he's in. Ah, schade. Wir sind kein ausgewiesener Bodenkämpfer. So viel darf ich verraten. Wir sind ein haitianischer Kickboxer und wir knüppeln Gesichter. Von daher ist das jetzt hier nicht unsere Paradedisziplin. Ah, schade. Oh. Hits the reversal here and in the full guard. Assassins back in half guard. Ja, jetzt hätte ich gesagt, hätten wir langsamer gekontert. Nein. Oh, gerade so noch ausgemogelt. Jetzt haben wir es gekontert. Sehr schön. Aber wieder gekontert. Jawohl, perfekt sogar gekontert. Reversal. So, da kommen mal ein paar Schläge durch. Ah, ja, wieder nix. Ja, zu falsch gekontert. Now he's moved back in a full guard. Ja, alles ein bisschen Schachspiel jetzt gerade. Und er hat keinen Bock mehr auf Bodenkampf. Gutes Zeichen für uns. Ja. To the body. And he lands with the left. Look at this. Oh, stark. War's das schon? Nein. Und kontern. Jawohl, wichtig. Ganz wichtig. Oh, er hat keine Ausdauer mehr. Kontern, alles gut. Bisschen Ruhe reinbringen. Ja. Na, schade. Können ihn nicht unten halten? Können ihn nicht unten halten. Assassin gets back up again. Man, he can't take too many of those body shots. Great job blocking that punch. Ja, ich merke jetzt, also entweder bin ich langsam oder das ist alles super laggy. Good clinch. Final 15 seconds. Ja, was geht? Nichts geht. Ganz komische erste Runde, ganz komischer Kampf.
Konnte ich bisher noch nicht so viel mit anfangen. Mit meinem Gegner. Ja, müssen wir den Jab mal hier etablieren, so ein bisschen. Immer der gleiche Body Kick. Ui, er kam gut durch. Ja, keine Ausdauer. So, endlich mal wieder ein Konter reingehauen. So. So. Elbow. Wieder. Ja, Side Saddle, den nehme ich doch. Oh, big right hand. Ja, jetzt muss er mal was bringen. Den blocken wir. Kein Aufgabegriff, sein Glück. Oh, er kontert, das ist doof. Working from side control. Ja, das ist ganz fies. Oh. Rausgemogelt, okay. Und wieder raus. Wir haben ganz viel Zeit. Also immer dieser Kick. Nein. Nein. Und raus aus der Nummer. Oh. Ja. Gar nicht gut gerade. Oh, was passiert? Waiting for opponent. 90 seconds. Mhm, ja. Mein Gefühl, dass der Server nicht ganz so gesund läuft. Wow. Was ein Headkick! Oh. Ja, genau, natürlich. Ja, dumm. Wow, what a back and forth exchange. Caught him again. Good job of timing strikes here. That eyebrow cut is getting worse. Oh, good left hand. Oh, wir können auch zum Körper. Final seconds of round. Ja, immer die gleiche Scheiße. Muss man irgendwann auch mal begriffen haben. Immer wenn er sich weglehnt, kommt der Tritt dann später zum Körper. Mein Gott. Die Kulisse ist auch irgendwie gerade komisch. Reagiert nicht auf den Kampf, also irgendwas ist mit dem Server nicht in Ordnung. Ja, sag ja, immer der gleiche Tritt. Oh, reingerannt. Oh. Hallo, mein Freund. Boah. Oh, yes. Oh, mein Gott. Das ist der Pretty Boy, Freunde. Das ist der Pretty Boy. Bam. Let's take a look at it from another angle here. This is the one that causes the knockdown and the subsequent follow-up strikes for the knockout. Check it out here. Ist angeschlagen, will das Ding auf den Boden retten. Und der Pretty Boy schwarmt über ihn drüber. Referee Dan Mergliano has called a stop to this contest at 45 seconds of round number 3. Declare the winner by knockout.
Pretty Boy is the new UFC Middleweight Champion. Da haben wir's, Freunde. Er ist wieder zurück im Hause Pretty Boy. Unser Titel. Wunderschön. Sah nicht souverän aus in den ersten zwei Runden, muss man klar sagen. Aber dann hat man irgendwann auch mal gemerkt, immer das gleiche Muster. Das ist bei UFC 2 auch immer sehr, sehr wichtig, seine Gegner lesen zu können. Und das war's für diese Episode. Titel ist zu Hause. Danke fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal. Like dieses Video. Danke für eure Unterstützung. Danke fürs Zuschauen. Let's Playmaker out.